Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vorberichtstalk. Der DFB-Pokal steht an. Die zweite Runde startet heute und wir müssen zu Hause gegen Holstein Kiel ran. Und passend dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar den lieben Nils vom Kanal Nile. Also schön, dass du wieder hier bist. Oder das erste Mal hier bist, muss man ja sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön. Für die, ich habe es ja schon erwähnt, du bist heute das erste Mal hier auf meinem Kanal. Das heißt, es könnte natürlich schon sein, dass vielleicht auch viele dich noch nicht kennen sollten. Deswegen stell dich gerne mal vor, was machst du, wer bist du und so weiter und so fort. Ja, vielen Dank. Ich bin Nils, bin zwischen 28 Jahre alt und also im Internet, auf YouTube, Instagram und so bin ich bekannt als Nille und mache da Videos rund um Holstein, aber auch Fußball generell. Also erste, zweite Liga ist so der Content, auf den ich mich ja so ein bisschen spezialisiert habe. Komme eigentlich aus dem Vloggen, habe dann irgendwann angefangen, kurz nach Corona oder ja bei den ersten Spielen, wo man wieder entscheiden konnte, mit Stadionvlogs, habe gedacht, oh, das ist perfekt für mich, so Vloggen und Fußball verbinden, besser geht's nicht. Und ja, mache seitdem Stadionvlogs, viel Holstein natürlich, aber auch anderes. Ja, wie zum Beispiel beim letzten Video, da hast du ja auch da ging es ja nicht um Holstein Kiel, sondern einfach um eine andere Mannschaft. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wo du da warst, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass du da auch aktiv warst. Ja, beim FC Magdeburg war ich. Stimmt, Am genau. Sonntag gegen Hannover. War auch ein wildes Wochenende. Samstag war ich dann mit Holstein in Stuttgart beim Auswärtsspiel und dann auf dem Rückweg haben gesagt, komm, dann nehmen wir dann den Stimmungskracher da im Osten auch noch mit. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, ja, das möchte ich auch auf YouTube zeigen, also in dem Fall natürlich deine Liebe zu Holstein Kiel, aber auch andere, sag ich mal, Stadien, die du dann mitnimmst und Vereine mitnimmst. Sagst du, ja, das wollte ich schon immer mal machen, oder wie ist das dazu gekommen? Ja, ich glaube so ein bisschen, dass es tatsächlich schon recht lange in mir schlummert, sag ich mal, auch schon als Kind. Und so habe ich eine Zeit lang gern fotografiert. Ich habe auch irgendwann, so mit 10 oder so, glaube ich, angefangen, im Urlaub so Videos zu drehen mit der ersten kleinen Digitalkamera damals noch. Und da hatte schon immer irgendwie Spaß dran, so vor, aber auch hinter der Kamera zu sein und so ein bisschen zu kommentieren, zu moderieren und so. Und habe das dann einfach weiterentwickelt. Und irgendwann, ich glaube 2019, habe ich wirklich mein erstes richtiges Video hochgeladen und habe dann einfach, also wie gesagt, kurz vor Corona, damals auch noch nichts mit Fußball, nichts mit Holstein zu tun, also vor der Kamera zu tun gehabt. Fan war ich schon seit 20 Jahren zu dem Zeitpunkt, aber habe dann erstmal so mit Vloggen angefangen und habe dann irgendwann die Verbindung zum Fußball hergestellt und gedacht, okay, warum, wenn ich schon Videos mache, warum nicht über das, was mich sowieso bewegt, wo ich sowieso drüber nachdenke. Und ja, das passt ziemlich gut eigentlich. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ja, jetzt kommen wir noch weiter, oder wir bleiben erstmal noch bei dir, bevor wir dann nachher auch dann zum Spiel kommen. Jetzt ist eben noch die große Frage, ich meine, jeder ist ja Fan, weil der Vater vielleicht ihn mitgenommen hat ins Stadion oder irgendein großes Erlebnis da war. Oder es gibt ja auch dann Leute, die sagen, ich bin da Fan geworden, weil der Verein da eben sehr, sehr groß, sehr, sehr gut auch war dann sportlich gesehen. Jetzt ist natürlich bei mir die große Frage, wie ist es bei dir gewesen? Warum bist du Holstein Kiel Fan? Was war dein Moment, wo du gesagt hast, das ist mein Verein? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so ein Moment, den gab es gar nicht so richtig. Es war irgendwie, also ich bin gebürtiger Kieler, lebe auch immer noch in Kiel und da war es irgendwie naheliegend. Ja, ne? Und es ist so mit der Zeit einfach gekommen. Also mein Papa ist auch Fußballer und Fußballfan und so. Und deswegen bin ich ganz früh schon, habe auch in der G-Jugend, also irgendwie mit 7 oder 6, angefangen, Fußball zu spielen im Verein und bin halt direkt mit Fußball in Berührung gekommen und dann ist das so gewachsen. Damals war Holstein allerdings am Wechseln zwischen der 4. und der 3. Liga, also Oberliga und Regionalliga. Und da wurde man schon irgendwie Fan, weil es halt so der Lokalverein ist und man da ja schon eine besondere Bindung zu hat. Aber es war so ein schleichender Prozess, weil man dann, und ich glaube, das ist auch normal, als 10-, 12-, 14-Jähriger will man irgendwie auch, also Samstag 15, 30 Bundesliga und so, das will man irgendwie erleben. Und es gibt, glaube ich, sehr wenige, die mit 12, mit 13, mit 14 in Zeiten von Champions League Fußball und so sagen, ich bin einzig und allein Fan von einem Viertligisten. So, gerade bei einem Dame, also schon kleineren Verein wie Holstein Kiel. Und also ich bin dann immer mehr Fußballfan geworden und auch immer mehr Holstein und bin dann irgendwie, ich weiß gar nicht, 2004, 2005 das erste Mal ins Stadion gegangen,
muss jetzt auch, also will mich auch nicht hier als den größten Holstein-Fan aller Zeiten darstellen, nicht so regelmäßig. Ein paar Mal in der Saison, in der Oberliga, in der Regionalliga. Und dann, umso älter ich wurde, umso öfter bin ich gegangen. Und dann, ja, so die letzten 2, 3 Jahre dritte Liga richtig viel. Und dann ging es ja immer weiter nach oben für uns. Und dann, sag ich mal, wurde die Beziehung intensiviert. Ja, sehr schön, auf jeden Fall. Ja, und du hast es schon angesprochen, ne, so diesen Traum eben mal Bundesliga zu spielen. Diesen Traum lebt ihr ja schon. Deswegen muss man auch ein bisschen so gucken. Ich meine, der erste FC Köln ist ja da, da merkt man schon irgendwie, dass das eine ganz andere Welt auch ein bisschen ist, ne? So Holstein Kiel lebt gerade den Traum Bundesliga zu spielen und wir würden uns mal wünschen, wenn wir dann jetzt auch zeitnah wieder aufsteigen, weil wir sagen, wir müssen da hoch. Aber für Kiel ist es eigentlich eher so ein Bonus, kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke leider so ein bisschen fast, dass bei manchen Kielern das ein bisschen, dass man zu sehr im Moment lebt und sich dann nach Spielen wie jetzt in Stuttgart ein bisschen zu sehr aufregt. Natürlich, wenn man auf die Tabelle guckt, ist unsere Situation nicht gerade zufriedenstellend, aber wenn du nach gutem Kampf nur mit einem Tor beim Vizemeister verlierst, der unter der Woche noch in Turin bei Juventus in der Champions League gewonnen hat mit 1-0, und dann guckst, wo wir vor 10, vor 15, vor 20 Jahren waren, dann ist das ein Traum, das muss man so sagen. Und dann muss man auch zusehen, dass man nicht vergisst, die Bundesliga zu genießen, auch wenn die Ergebnisse manchmal frustrierend sind. Ja, deswegen, wir kommen direkt mal, auch wenn du schon auch schon ein bisschen angeteasert hast, sag ich mal, ne? Wie gesagt, es ist definitiv ein Traum, auch schön, dass Kiel mal in der Bundesliga dann auch ist. Trotzdem ist die Saison ja, 17. Tabellenplatz, bis jetzt noch keinen Sieg geholt, 2 Punkte bis jetzt. Man wünscht sich natürlich trotzdem als Kieler, denke ich mal auch, dass man dann aber trotzdem hier und da vielleicht mal ein Spiel gewinnt und dass man vielleicht dann doch irgendwie dann doch vielleicht mit ein bisschen Glück auch über den Strich kommt, dass man vielleicht dann noch ein zweites Jahr den Traum weiterleben kann. Was sagst du denn zur bisherigen Saison? Sagst du, ja, gut, wir wussten, wo wir herkommen, oder sagst du auch, naja, hier und da ärgere ich mich dann trotzdem auch, wenn wir mal verlieren, auch wenn es gegen einen Vizemeister namens Stuttgart ist? Ja, ich ärgere mich schon auch und ich bin schon auch nach Abpfiffen frustriert. Denn ich finde unsere Saison eigentlich gut. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man auf die Tabelle guckt, aber wenn man sich wirklich die Spiele anguckt, dann hatten wir gegen Bayern katastrophales Spiel, müssen wir nicht drüber reden. Gegen Wolfsburg fand ich uns nicht gut und auch gegen Union war es nicht so. Aber die anderen Spiele, erstes Spiel Hoffenheim, Leverkusen, wo wir auch einen Punkt geholt haben, gegen Frankfurt haben wir zwar auch 4-2 verloren, aber da haben wir richtig gut mitgespielt und ich finde, man hat gesehen, dass wir auf jeden Fall das Niveau haben, in der Bundesliga mitzuhalten. Teilweise die Gegentore zu leicht gekommen, das muss man sagen. Und es gibt natürlich noch extrem Verbesserungspotenzial, das ist auch klar. Aber ich finde, also ich sag mal, wenn wir ein bisschen glücklicher gewesen, dann könnten wir jetzt auch nicht bei 2 Punkten stehen, sondern vielleicht bei 5 oder bei 6 oder vielleicht sogar bei 7. Und dann wird man die Situation ganz anders bewerten. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ja toll, von gutem Fußball kannst du ja auch nichts kaufen, aber wir sind irgendwie noch am Anfang der Saison und ich bin recht optimistisch, dass wenn die Leistungen weiterhin so gut sind, dass dann auch die Punkte kommen werden und auch der erste Sieg irgendwann kommen wird. Ja, und dann kann man vielleicht auch dann ja das Ziel oder was heißt das Ziel, aber vielleicht auch den Wunsch äußern, dass man vielleicht dann doch über dem Strich steht vielleicht. Dass es dann Klar. doch noch 2 weitere oder das ist vielleicht nur die Relegation, aber ne, dass man dann schon vielleicht da auch weiter mitspielen kann, auch mit den anderen, die da unten wie Bochum unter anderem eben da auch dann auch mitspielen kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben Definitiv. jetzt im November Spiele gegen Heidenheim, Bremen, Mainz, St. Pauli. Das sind alles Mannschaften, die so, sag ich mal, eher in der unteren Tabellenhälfte sind. Und ich glaube, da kann man dann vielleicht auch eher Punkte holen als gegen Stuttgart und Frankfurt und Bayern. Das ist wohl wahr, ja, da hast du absolut recht. Ja, wie gesagt, jetzt kommt das DFB-Pokalspiel gegen den ersten FC Köln, die ja selber auch jetzt in der zweiten Liga nicht so glücklich da sind. Der Trainer wackelt, der Geschäftsführer wackelt, also auch in Köln brodelt es ein bisschen. Oder was heißt ein bisschen? Es brodelt in Köln. Und jetzt ist natürlich für die FC-Fans, weil wir müssen ja schon irgendwie das Spiel eigentlich positiv gestalten gegen Kiel, weil sonst wird es wahrscheinlich auch das letzte Spiel sein mit Gerhard Struber und Christian Keller. Jetzt ist eben die Frage, wo liegen denn bei Holstein Kiel die Schwächen und auch die Stärken? Also wo muss der 1. FC Köln aufpassen und wo könnte der 1. FC Köln gefährlich werden? Das ist, also ich glaube erstmal, dass es ein echt enges, also wir reden ja später noch über Tipps, aber ich glaube, es Mhm, wird genau. wirklich ein enges Spiel. Kiel hat, und das könnte vielleicht ein Problem werden,
glaube ich, ihre Stärken eher gegen Mannschaften, die mitspielen wollen. Das hat man eben gesehen gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit, gegen Frankfurt insbesondere. Wenn Kiel einen Gegner hat, der auch Fußball spielen will, dann läuft es meistens besser. Gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen und sagen, hier, macht mal, da haben wir manchmal so unsere Probleme. Auch ein Problem, da muss man nur auf die Tabelle gucken. Wir haben mit Abstand die meisten, oder jetzt, wo Bochum gestern so verloren hat, nicht mehr. Aber wir haben die meisten Gegentore der Liga. Die Abwehr, gerade bei Standards, ist manchmal einfach zu inkonsequent und die Anfangsphase. Also wir haben, glaube ich, jedes Mal bisher zur Halbzeit hinten gelegen. Also wir müssen irgendwie zusehen, dass wir direkt mal auf Betriebstemperatur sind. Das sind auf jeden Fall Schwächen. Also zu viel Gegentore, zu frühe Gegentore. Ja, und so ein bisschen Probleme, wenn der Gegner tief steht. Und die Stärken, wo du sagst, da müsste der FC aufpassen? Ja, wenn wir ins Spielen kommen, dann haben wir schon gute Leute. Also wir können auch aus dem Spiel heraus, wenn die Abwehr drin ist, stehen wir hinten eigentlich auch sicher. Ich glaube, die Zentrale ist echt kompakt und gut und auch nach vorne durch, ist da wenig durchkommen. Und ja, wir zeigen es leider zu selten, aber wir können auch richtig schön Fußball spielen, auch gerade Offensivfußball spielen. Und wenn Köln hinten hier und da mal anfällig ist, dann können wir das auf jeden Fall auch nutzen. Also der FC müsste eigentlich schon, also ich gehe auch stark davon aus, dass der FC eigentlich das Spiel machen wird, weil ich glaube, natürlich, klar kommt Holstein Kiel das dann zugute, weil Holstein Kiel dann einfach hinten stehen kann und sagen kann, so, wir gucken mal, was der FC macht. Und dann, wenn der FC Fehler macht, was ja auch gerade gegen Paderborn letzte Woche der Fall war, dass dann natürlich Kiel sagen kann, okay, komm, jetzt nutzen wir es mal aus. Und das ist natürlich dann schon in Köln auch gefährlich. Für Köln selber, wenn sie dann vielleicht doch so ein Gegentor schlucken, weil dann könnte auch die Stimmung wieder ein bisschen ja, in Schwanken kommen, sag ich mal. Also es ist auf jeden Fall eine sehr brisante Partie, nicht nur weil es DFB-Pokal ist, nicht nur weil es auch um Geld geht, ja, für Kiel sowie auch für den ersten FC Köln, sondern auch einfach, weil es auch ja, vielleicht auch ein entscheidendes Spiel sein kann für Trainer, für Geschäftsführer vom FC und allgemein auch für das ja, Wohlbefinden in Köln, sage ich jetzt mal. Ja, kommen wir zum ersten FC Köln. Ich frage mal einen Gast auch, wie er allgemein den FC zurzeit sieht. Du wirst ja wahrscheinlich trotzdem auch ein bisschen zweite Liga gucken, gehe ich mal von aus. Und da frage ich, weil ich bin ja halt einer, klar, der natürlich ein bisschen eingenommen ist, weil, ne, ist ja mein Verein so, ne? Aber deswegen frage ich immer lieber auch den Gast. Was glaubst du, wie siehst du den FC? Wo siehst du da die Schwächen, die Stärken? Was glaubst du, wie ja, allgemein der erste FC Köln auftreten könnte? Also ich glaube schon, dass es sehr schwer wird. Ich weiß, in der Liga läuft es hier und da nicht so und es ist ja auch eine komische Saison, weil irgendwie sind dann doch Abstieg, irgendwie Transfersperre, da sind doch viele Spieler geblieben. Der Kader, wenn man sich den auf dem Papier so durchliest, dann ist er schon ziemlich gut besetzt und dann läuft es wie in der zweiten Liga irgendwie bei vielen dann irgendwie doch nicht so. Aber, also erstens, die Saison ist noch sehr lang und zweite Liga ist so komisch manchmal. Also es kann ja wirklich, wortwörtlich jeder jeden schlagen, sieht man jede Woche und deswegen würde ich da erstmal sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Ziel Aufstieg jetzt so ganz wichtig ist in diesem Jahr, aber man kann auf jeden Fall noch die Saison retten, sage ich mal. Also es geht auf jeden Fall, es gibt noch genug Möglichkeiten nach oben zu gehen und ich glaube auch Köln hat das Potenzial dazu auf jeden Fall. Jetzt hier im Pokal, ja, also es kann ein Spiel werden. Also natürlich der Druck ist hoch, aber ich sage mal mit den Fans im Rücken zu Hause. Wenn Kiel mal wieder früh in Rückstand geraten sollte, kann das Köln natürlich auch auf so eine Euphoriewelle ein Ja, das stimmt. bisschen tragen, ne? Mit den Fans im Rücken, wenn du in Führung gehst und da denkst, ah, okay. Und ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Natürlich kommt Holstein Kiel, das ist jetzt kein größerer Name als Köln, aber wir sind halt momentan kommen als Bundesligist. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch so ein bisschen ist, oh, guck mal, wir führen jetzt hier vielleicht zur Pause im Pokal gegen den Bundesligisten und es könnte ja auch so ein positiver Startschuss für die Zukunft werden. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt aufs Spiel auf jeden Fall. Ja. Ja, das letzte Heimspiel gegen uns konntet ihr ja gewinnen. In der Relegation war es tatsächlich. Da waren wir ja noch der Bundesligist. Ihr wolltet aufsteigen, ja, als Dritter der zweiten Bundesliga sozusagen. Das hattet ihr ja sogar mit 1-0, meine ich, gewonnen, ne? Das Heimspiel. Genau, 1-0. Das Rückspiel lief dann natürlich sehr gut für uns. Das ist immer noch für mich unerklärlich, wie man ein Heimspiel so verlieren kann. Und ne, weil du hast jetzt auch, ne, wie gesagt, da hat es ja auch die Fans hinter sich und alles. Und trotzdem hast du es da aber nicht auf den Platz gebracht. Deswegen ist da natürlich auch nochmal Vorsicht geboten, wie ich finde, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das Ne? Spiel ist leider noch in meiner Erinnerung. Das Ja. war ein ganz, ganz, Und ich habe ganz gerade noch die schlimmer Erinnerung Tag. wieder Ah, das war, aufgefrischt, ne? ja, das war heftig. Also es war auch noch so mit so Halb-Corona-Zeiten. Also es waren, glaube ich, irgendwie 2000 Leute im Stadion und so und viele vorm Stadion, ich auch. Und das war hart. Das hat nicht, Ja. also es hat, glaube ich, keiner so in dieser Art und Weise kommen sehen, dass du verlierst. Okay, kann ja passieren, aber dass du irgendwie 5-1 weggeklatscht Ja. wirst zu Hause, das tat schon weh, ja. Richtig, das stimmt. Das war auch für mich, muss ich dir ehrlich sagen, war echt überraschend. Ne, da habe ich ja auch erst angefangen, so ein bisschen hier mit YouTube. Ich glaube, das war mein zweiter oder dritter Stream, ne? Auch noch bei Instagram, also noch nicht mal auf YouTube selber, sondern deswegen, das war auch sehr, sehr verrückt, muss man wirklich sagen. Ja, jetzt kommen wir zum Spiel. Was erwartest du für ein Fußballspiel? Also, du hast ja schon gesagt, ein enges Spiel. Ja, bin mal gespannt, was du noch so erzählst. Ist halt Pokal, ne? Ich glaube, das wird man morgen schon sehen. Du hast angesprochen, bei Köln ist der Druck hoch, bei Kiel jetzt nicht so, aber man merkt halt, dass die Fans, wobei ich das nicht so hoch bewerten würde, aber halt auch die Mannschaft, man braucht endlich mal ein Erfolgserlebnis. Ja, du hast jetzt der Punkt in Leverkusen, der wurde extrem gefeiert, auch zu Recht, das ist schon cool, aber die Mannschaft will mal wieder einen Sieg feiern und ich glaube, also ich sag mal so, ein Aus im Pokal gegen Köln, das ist irgendwo jetzt kein, das ist jetzt kein Weltuntergang, aber es wäre halt wieder der nächste kleine Dämpfer und irgendwie wieder nichts zu feiern so und das hat sich über die letzten Wochen angestaut. Also bei uns ist auch schon ein bisschen Druck auf dem Kessel ist auf jeden Fall auch da, weil du endlich mal wieder jubeln willst. So auch die Mannschaft will endlich mal wieder einen Sieg feiern. Ja. Und ich denke, deswegen werden wir ein Spiel sehen, wo auch, also da will, glaube ich, keiner Fehler machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Marcel Rapp sagen wird, Jungs, hier, guck mal, wir können nicht schon wieder zur Halbzeit zurückliegen. Wir sind zwar, also Kiel ist ganz gut da drin, Comebacks und nie aufgeben und immer wieder zurückzukommen, wie jetzt auch gegen Stuttgart, auch wenn es da knapp nicht gereicht hat. Aber das ist halt anstrengend. Das kostet immer Körner, wenn du immer erst zurückliegst. Das kann es ja irgendwie Ja, nicht ist so. sein. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir gerade zu Anfang echt vielleicht so ein bisschen abwartendes Spiel sehen. Ich weiß nicht, kann mir auch eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass Köln so wie aus der Pistole geschossen loslegt, sondern ich glaube, es wird eher verhalten. Beide werden vielleicht so ein bisschen, nicht ängstlich, aber schon so ein bisschen auf Sicherheit bedacht anfangen. Und dann wird sich zeigen, wie hitzig und intensiv das Spiel dann noch werden kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es eher so ein abwartendes Spiel wird. Erstmal, okay, ne, wie sieht es ungefähr aus? Was machen die Kieler? Was haben die vielleicht auch vor? Und wie gesagt, wir haben ja auch mit ja, der Torwartposition einen Wechsel. Also es wird nicht Jonas Urbik starten, sondern Marvin Schwäbe. Der Trainer Gerd Stuber hat nochmal gesagt, dass er es ja lobend findet, wie Marvin Schwäbe sich verhalten hat. Er hat sehr professionell gehandelt, sagt er. Und deswegen hat er gesagt, hat Marvin es jetzt einfach verdient, jetzt im DFB-Pokal, sage ich mal, auch mal ran zu dürfen. Und ich bin halt auch mal gespannt, weil die Abwehr bei uns ja auch sehr, sehr schwach jetzt war, muss man ja wirklich sagen, sehr, sehr unstabil. Und ich bin gespannt, ob Marvin Schwäbe das vielleicht anders hinbekommt. Er ist ja auch ein bisschen älter, erfahrener. Vielleicht kriegt er dahinter dann, sage ich mal, die Abwehrkette ein bisschen stabilisiert, als jetzt zum Beispiel Jonas Urbik, der ja noch sehr jung ist. Also da bin ich auch sehr gespannt, tatsächlich, wie das ja, sein wird, ne? Auf jeden Ja, Fall. das kann auf jeden Fall ein guter Punkt sein. Bei Kiel ist Ja. auch, also wir haben nächsten Samstag Heidenheim zu Hause. Klar, die spielen irgendwie international, ist jetzt kein Must-Win, aber da willst du natürlich irgendwie dann vielleicht die nächste Chance auf den ersten Sieg dann mal wahrnehmen und deswegen könnte man auch überlegen, ob man so ein bisschen rotiert. Allerdings haben wir, glaube ich, irgendwie 4, 5 Spieler. Luis Holtby zum Beispiel ist nicht fit geworden. Kehlani, der im Sommer kam, großes Talent, ist nicht dabei. Also wir haben gar nicht so viel Rotation. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wen Rapp da morgen heute Abend dann ins Rennen schickt. Auf jeden Fall. Ja, jetzt zum Abschluss des Videos kommen wir natürlich zu unseren Tipps und wir fangen immer mit dem Gast an. Also gerne mal dein Tipp fürs Spiel. Schafft Holstein Kiel den ersten Sieg in der neuen Saison und das direkt im DFB-Pokal gegen den ersten FC Köln? Nein, Oh, ist die okay. kurze Antwort, weil es wird ein Unentschieden. Ich gehe eigentlich schon, also doch, ich glaube, es geht ins Elfmeterschießen. Ich glaube, es geht auf jeden Fall in die Verlängerung und ich gehe sogar Okay. davon aus, dass es ins Elfmeterschießen geht. Und ich hoffe, dass wir da dann irgendwie, was ist so ein 5-3 im Elfmeterschießen gewinnen und da ein bisschen dann vielleicht die Bundesliga-Luft dann uns zum Sieg verhilft. Aber ich glaube, es wird wirklich sehr eng. Ich glaube, über 90 Minuten haben wir erstmal keinen Sieger. Okay.
Ja, also ich gehe mit dir, dass es ein enges Spiel werden wird. Das glaube ich auch. Ich hoffe allerdings, weil ich am nächsten Tag noch arbeiten muss, dass es nicht allzu spät wird. Denn Ja. wenn es wirklich ins Elfmeterschießen kommen sollte, dann wäre ich erst gegen 1 Uhr zu Hause oder so. Also dann wäre es wirklich eine sehr, sehr kurze Nacht. Deswegen hoffe ich irgendwie, ich gehe aber mit dir. Es wird ein enges Spiel. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ins Elfmeterschießen, dass es in die Verlängerung geht. Aber ich würde tatsächlich, ich glaube wirklich ein enges Spiel, 1-0 für den ersten FC Köln. Und ich hoffe, wie gesagt, in den 90 Minuten. Aber es wird kein 3-0 oder 3-1 oder irgendwie, dass man da irgendwie ein Torfestival sieht. Das glaube ich am wenigsten. Glaube ich auch Deswegen, ich nicht. gehe mal mit einem 1-0 für den ersten FC Köln. Irgendwie, der Heimvorteil muss da mitspielen. Ja, vielleicht dann doch über einen Standard, weil du hast ja gesagt gehabt, dass die da ein bisschen Probleme haben. Da wäre der 1. FC Köln eigentlich ganz gut aufgestellt mit Hübers, mit Martel. Vielleicht ist ein Downs auch schon wieder dabei, aber das muss man gucken, ob er von Beginn an schon spielen kann. Sonst wird er von der Bank noch eingesetzt, ist ja ein bisschen kränklich unterwegs. Aber die sind auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Spieler, die auch über Standards gefährlich sein können. Ja, das könnte. Also Standards, ja, ist nicht unsere größte Stärke, Standards zu verteidigen und eigene Standards bisher auch nicht, aber mal schauen. Also ich glaube auch, es wird eng, vielleicht so ein bisschen wie unsere erste Runde gegen Aachen. Das war ja auch ein ganz, ganz später Sieg, haben wir ganz spät das Spiel noch gedreht. Vielleicht geht es so in die Richtung, dass man dann ganz knapp das Elfmeterschießen oder die Verlängerung vielleicht auch Ja. ganz knapp vermeidet. Wobei ich würde ein Elfmeterschießen nicht so schlimm finden, denn ich habe ein Hotelzimmer in Köln. Ich Ja, gut, kann am nächsten Tag rausschlafen. das ist gut. Denn, genau, das hat sie mir schon vor dem Video schon erzählt. Also, der liebe Nile wird auch am Stadion sein, wird Ach auch so, im ja. Stadion vor allem sein. Wird natürlich da auch Holstein Kiel die Daumen drücken, ist ja ganz klar. Wird auch im Gästeblock da supporten. Ich bin auch da, werde allerdings für den ersten FC Köln natürlich die Daumen drücken und das supporten. Also, ja, vielleicht sieht man sich ja dann auch am Stadion. Vielleicht kann man auch im Stadionblock noch was machen. Mal gucken. Von beiden wird es da auf jeden Fall auch was geben. Also schaut auch unbedingt beim lieben Nile vorbei. Denn wie gesagt, da wird dann auch der Stadionblock online gehen. Ja, lieber Nils, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Hat Spaß Ja. gemacht, hier mal so ein bisschen vor so einem Spiel, ja, mal ein bisschen die Gedanken kreisen zu lassen, was Ja. passieren könnte. Genau, absolut. Deswegen, also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Warst ja das erste Mal dabei. Und wie gesagt, wenn wir wieder aufsteigen und ihr die Klasse haltet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir das nochmal so machen könnten. Das kriegen wir hin, denke ich. Ja, ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn euch auch gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video wie den Stadionvlog bei mir oder auch beim lieben Nile nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal und schaut gerne auch beim lieben Nile vorbei. Und ich sag mal, bis dahin, macht's gut, euer Niklas und der liebe Nils. Ciao, ciao.